Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Ja, wer wollte nicht schon immer mal in VR ein Star Wars Spiel oder ein Spiel mit Jedi-Kräften haben? Und ja, das ist jetzt möglich mit Combat Tested. Natürlich hat das Spiel nicht die Star Wars Lizenz, aber die Kräfte, die man jetzt hier erlangen kann, ähneln der Jedi-Kräfte doch sehr. Und ja, ich möchte euch das jetzt mal zeigen. Ich habe schon so ein bisschen vorgearbeitet, wie ihr hier seht. Wir fangen jetzt bei 24 an. Normal fängt man bei 25 an. Da wird einem aber nur gezeigt, wie man sich bewegt, Teleport und so weiter. Deshalb fange ich jetzt hier bei 24 an. Da werdet ihr halt nichts verpassen, wenn man hier dieses 25 jetzt nicht sieht. Ja, ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß dabei. Okay, ja. Hier hat man so Buttons, da kann man Türen mit öffnen. Jetzt wird die erste Fähigkeit vorgeführt. Und zwar mit dem Trigger können wir hier diese Sachen hochheben und auch bewegen im Raum. Wenn wir den Arm zu uns ziehen, seht ihr ja, wie schnell das hier reagiert. So. Wir haben die Fähigkeit, die Sachen in der Luft mit der Grip-Taste festzusetzen. Das können wir auch mit Gegnern machen, die bleiben dann eine gewisse Zeit halt in der Luft hängen. Wie ihr seht, kommen die runter. Okay, gehen wir mal weiter. Genau, hier wird einem jetzt gezeigt, wir haben hier Knöpfe, die schon mal oben sind. Die muss man sich dann na natürlich hier. So mit öffnen. Man kann hier alles auseinandernehmen. Wie ihr seht, wir können hier. Wir können hier die ganze Lüftungsanlage runterreißen. Die Sachen können wir benutzen, um nachher Gegnern den Weg zu blockieren oder aber auch die Sachen hinzuschleudern und die Gegner dann halt kaputt zu machen. So. Ja, wer wollte das nicht schon immer machen? Also ich finde das mega geil. Daran sieht man, wie geil VR ist und ich verstehe nicht, warum noch immer kein Star Wars Spiel irgendwie in Arbeit ist, VR-mäßig. Es würde sich echt lohnen. Aber vielleicht werden wir es ja irgendwann mal erleben. So, wenn man immer so einen Teil abgeschlossen hat, dann kommt man zum nächsten Fahrstuhl. Ja, jetzt drücken wir die 23. Jetzt kommt wieder die geile Musik hier. So, man sieht an den Händen, den Energiestatus. Also wir sind echt angeschlagen. Das heißt, ich gucke überall blaue Flecken, rote Flecken und so weiter. Das heißt, unsere Energie ist nicht gerade sehr hoch. Und da gibt es nachher hier fehlt die Möglichkeit, das aufzuladen an so grünen, ja, grünen Kanistern oder wie ich es auch nennen soll, weiß ich jetzt nicht. Hier haben wir unsere Schwerter. Auch mega geil. Und die, können wir jederzeit mit den Knöpfen wegdrücken und wieder erscheinen lassen. Ja, mit B und Y. So, gefällt mir auch sehr gut. Damit kann man echt alles zerschneiden, was es so gibt. Was hier rumsteht. Schaut mal, wenn ich jetzt hier. Jetzt versuchen wir hier nochmal so. Und das funktioniert auch mit Gegnern. Echt geil. Und wenn wir jetzt hier so, sag ich mal, wir würden jetzt hier einen Gegner festsetzen, können wir uns hier unsere Schwerter nehmen und ihn filetieren. Wenn er jetzt runterfällt, hoffe ich mal, dass er auseinanderbricht. Ja. Hat sogar funktioniert. Auch die Lampen kann man hier abreißen und den Gegnern entgegenschleudern. You can throw your swords, genau, man kann die auch werfen. Kann ich aber nicht gut, ich weiß nicht warum. Entweder bin ich zu blöd, man muss die Triggertaste drücken und dann werfen, aber irgendwie. Und wenn man dann wieder B und Y drückt, kommen die auch wieder. Ja, war schon besser, aber das gefällt mir nicht so. Also diese Physik finde ich nicht gerade genial. Also es ist nicht Jedi-like, würde ich mal sagen. So. Wir sind auf 23, 22.
So, jetzt kommen auch die ersten Gegner. Hier haben wir Scheiben. Wenn, ihr seht jetzt, ich könnte jetzt so ausreißen oder ich mache es einfach mal. So, da ist der Kandidat schon. Guck mal. So, und wenn er jetzt gleich zu uns kommt. Komm, wir setzen jetzt einfach mal fest. Und das war's. Also, ist schon brutal, aber wie ihr seht, es sind keine großartigen, ja, Texturen da drin. Also, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht wirklich brutal, finde ich. Gut, es ist schon brutal, aber es passt. Die Gegner haben auch Waffen. Die können wir uns hier schnappen. Und da kann man dann auch mit schießen. Die haben aber auch nur eine begrenzte Anzahl an Munition. So, und jetzt ist sie schon leer, wenn die nicht mehr orange leuchtet. Dann kann man die auch einfach wegschmeißen. So, mal schauen, was da jetzt kommt. Genau, das ist die Keycard, die man von den Gegnern bekommt. Was habe ich jetzt gemacht? Da. So. So, hier haben wir die Keycard. Und schon kommt der Aufzug. Ich glaube, jetzt geht es gleich los mit ein paar Gegnern. Also, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil ist ja schon interessant, was man alles für Fähigkeiten hat und wie man es macht. So, da ist schon ein Kamerad. Jetzt können wir mal probieren, den hier zu nehmen und den dann entgegenzuschleudern. Ja, hat nicht geklappt. Ja, aber warte mal. So. Jetzt reißen wir die runter, lassen dann noch runterfallen. So. Und jetzt können wir den mal volle Kanne gegen die Wand schleudern. Ah, war jetzt nicht volle Kanne. Die halten aber teilweise echt viel aus. So, aber meistens, wenn dann Blut spritzt, dann ist es auch vorbei. So, da haben wir schon unsere Energie. Werdet ihr jetzt sehen, wenn ich mich da jetzt auflade, dass die Hände wieder normal werden. So, und dann gibt es noch so Kanister, wo orangene Flüssigkeit drin ist. Das gibt uns super Kraft. Und dann können wir richtige Druckwellen erzeugen. Wir können die Schwerkraft ausschalten für einen gewissen Zeitraum. Okay, da haben wir schon. So, jetzt versuchen wir mal. Man kann auch wohl die Schüsse abwehren mit den Schwertern. Das probieren wir jetzt auch mal. So, haben wir wenigstens abgelenkt. Wer hat uns getroffen? Na, das funktioniert jetzt nicht so gut wie bei den Jedis. So, den setzen wir mal fest. Was hast du hier vor? So, der will auch noch aufstehen. Gibt nicht. Kein Entkommen hier für euch. Also die Story ist wohl so, dass wir in der Forschungsabteilung sind oder wir sind das Forschungsobjekt und müssen hier entkommen. So, genau, da ist das schon, was ich eben angedeutet habe. Wir laden jetzt mal die Fähigkeit auf. Aber ich sehe gerade, wir haben nicht mehr viel Energie. Das heißt, da hinten war ja noch was. Laden wir uns jetzt erstmal auf. So. So, jetzt müssen wir Grip-Taste und Trigger-Taste bei beiden gleichzeitig drücken. Ist das nicht mega? Also ich finde das richtig geil. So. Komm her, kleine Keycard. Und schon ein weiter. Oh, hoffentlich habe ich jetzt auch auf 20 gedrückt. Irgendwie hat. Ja, okay, 20. So, jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Manchmal stehen Gegner irgendwie total versteckt um den Ecken. Genau, wieder. So. Den schleudern wir jetzt mal was entgegen. So. So.
So. Schluss mit lustig hier jetzt. Die Kamera geht auch weg. Jetzt können wir erstmal hier gucken. Okay, da ist da noch was. Ja, aber da ist kein Handgriff dran. Also ich glaube nicht, dass ich mich hier aufladen kann. Wow, jetzt habe ich mich aber erschrocken, Leute. Warum tut der Teleport? Ich bin gleich down. Ja, jetzt bin ich tot. Also mein Teleport hat gerade nicht funktioniert. Probieren wir es nochmal. So, zu uns hin und weg. So. Was war's mit euch? Oder mit dir? So, wenn jetzt die Typen kommen. So, das war's mit euch. Energie haben wir eigentlich genug. Ach man, den Mist hier wegräumen, sonst kommen wir ja gar nicht durch. Kommen wir jetzt rein? Ja. Hier können wir uns ja aufladen. Aber wir sind voll. Du beobachtest hier keinen mehr. So. Da haben wir auch schon den Fahrstuhl. Mal drehen kurz. So, 19. Ah, da wird einem nochmal erklärt, wenn man die Kühltaste drückt, dass das Ding in der Luft schweben bleibt. So, komm. Der will hier um die Ecke schießen, oder was? Wir sind hier nicht, wo war das? Bei Shooter? Oh, kommst du her? Und geköpft. Und zerteilt. Okay. Kann man den jetzt noch benutzen? Aber ich bin voll, von daher. Kamera weg. Mal gucken, was. Okay. Kriegen wir die auch? So, jetzt machen wir noch mit zwei. Kann man den mit beiden Armen eigentlich und dann so auseinanderreißen? Nein, das geht nicht. Okay, da hat die. Die sind down. Kann man. Man müsste das ein bisschen gezielter machen können irgendwie. Weil irgendwie. Ja, man trifft zwar, aber auf weiter Entfernung geht es dann doch nicht so super. Oh, der hat aber einen schönen Überschlag gemacht. Ganz für uns. So, das war's mit dem, oder? Und dann schnappen wir uns mal hier so eine Knarre. Und probieren damit zu schießen. So. Da ist noch eine Öffnung. Oh. Den habe ich getroffen. Aber die Waffe war jetzt ziemlich unspektakulär.
Okay. Da kommt so ein fliegendes Teil. Das können wir nicht zerstören mit unserem Schwert oder auch nicht ziehen, weil es so ein Schutzschild hat. Das muss man schon mit den Sachen, die hier rumliegen, kaputt machen. Na komm. Jawoll. Was war da noch? Bei Energie haben wir eigentlich. Was passiert, wenn ich das jetzt zerteile? Probieren wir einfach mal aus. Habe ich noch nicht probiert. Ne, das ist irgendwie geschützt, oder? Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Hallo? Ist immer ganz gut, wenn man in den nächsten Raum geht, dass man sich schon mal so ein paar Gegenstände holt, die man eventuell dann werfen kann. Das kann man jeder Tor auch jedi-mäßig aufmachen. So. Aber hier ist nur der Fahrstuhl. Und dann können wir direkt. Kommst du hier? Will die Karte nicht. Okay. Next floor, please. Okay, die schwarzen kann man auch nicht ziehen. Hier muss man wirklich mit den Gegenständen oder mit dem Schwert. Weil, wenn ich die jetzt ziehen will, merkt er ja selber. So, man kann die aber gegeneinander auch. So. Ja, da sahen sie blöd aus, ne? Way! So, jetzt lege ich mir aber auch schon mal hier so ein paar Sachen schon mal auf Vorrat. Kann man hier Tetris spielen noch. Energie haben wir eigentlich genug. Ist da irgendwo noch ein orangener Container, aber sieht nicht so aus. Okay. Was ich so ein bisschen vermisse, dass man die jetzt wirklich so drehen kann, wie man will. Also das Drehen macht er jetzt automatisch irgendwie. Das wäre noch cool. So, den haben wir gut mit der Lüftungsanlage getroffen. Du machst gar nichts, Junge. Du fliegst erstmal gegen die Decke hier. Die wollen mich hier nicht rauslassen, da muss ich mich wehren. So, was ist im nächsten Raum? Hier können wir nochmal gucken, was hier ist. Kann ich nicht aufmachen? Ne, okay. Dann halt nicht. Du rutschst mal schön. Das ist ja geil. So kann man den Leuten auch das Leben schwer machen. Nee, Junge. So, wie ein Hammer. Ist jetzt hier Schluss? Ach, sogar wenn die auf dem Boden liegen, kann man die nicht mehr. Aber wie ihr seht, könnte man die zerteilen. Ach, und dann kann man die auch? Okay. Interessant. Au. So. Na komm her. Komm rein. Das ist auch noch schlau, das Ding, oder was? Ach, das will jetzt nicht da durch, oder? Okay, komm. Ja. Jetzt haben wir auch so ein.
Was auch sehr cool ist, wenn man jetzt mehrere Gegnergruppen hat und man hier so einen Riesentisch bewegt. Bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt hier uns aufladen können. Glaube nicht. Doch. Okay, ein bisschen haben wir auf jeden Fall verloren. Also ist jetzt mehr ein Indie-Spiel, aber ich finde es trotzdem echt gut. Gut gemacht. Auch wenn es kleinere Fehler noch hat. Also ich habe es jetzt in so einem Paket im, wo war das, bei Indie Gala oder Humble Bundle, ich weiß, bin mir gar nicht sicher. Wenn man es aber so kauft, kostet es 19,99, glaube ich, bei Steam. Ist schon ziemlich teuer für den Titel, muss ich sagen. Aber ich habe es jetzt in so einem Paket für 5 Euro, glaube ich, geholt und da ist vollkommen in Ordnung. So, ausgeschaltet. Ach, da kommen noch mehrere. Da hat ja mal geklappt. Du kriegst sie direkt. So, jetzt holen wir mal schwer. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Irgendwann ist es auch mal gut, ne? So. Mal aufladen. Was ich jetzt ein bisschen vermisse, ist, dass nicht mehrere von diesen orangen Containern da sind, aber wahrscheinlich wird das Spiel dann sonst auch zu leicht. Aber diese Druckwelle ist schon heftig, die man dann da ausüben kann. Son of a bitch, ich geb euch. Ach guck mal, ich kann sogar die Schüssel nehmen. Das ist ja cool. Okay, das war's für den. Das ist cool. Wusste ich noch gar nicht. Aber ist auch nicht so einfach, die Schüsse zu schnappen, fand ich jetzt gerade. Die Gefahr, dass man da getroffen wird, ist auch groß. So, jetzt packen wir uns schon mal hier so ein paar. Munition ist immer gut. Genau, so. Zwei Munitionsdinger draus machen. So, mal gucken, was jetzt noch kommt. Da kommt wieder so ein schwarzer Geschützter. Okay, der war direkt down. Kann man den hier auf die Lampe legen? Komm. Oh ne. So, dann sind wir schon im Fahrstuhl. Wow! Oh, ich hab den nicht gekriegt. Ja, das war es. Komm, dich nehmen wir mit. So, 16. Okay, mitnehmen kann man gar nichts. So, da sind wir auch schon. So, jetzt können wir unsere Power nochmal aufladen. Und unsere Gesundheit. Genau, jetzt zeige ich euch das mit der Schwerkraft ausschalten. Okay, jetzt machen wir aber erstmal hier. So,
Die Dinger ist mal kaputt, weil die nerven. Wartest immer an der Decke. Du auch? Hab ich das jetzt gekriegt? Nö. Mann. So, das lief ganz gut. So, da können wir wieder unsere Power aufladen, wenn wir da dran kommen. Also unsere Gesundheit eher gesagt. Da komme ich jetzt nicht hin. Ich bin ja bestimmt getroffen worden, oder? Ein bisschen zu hoch, aber okay, weiter geht's. Okay, wer hat mir die Tür geöffnet? Also ich hoffe, dass euch das Spiel jetzt hier genauso gefällt wie mir. Okay. So, mal gucken, ob wir den da hinten. Und schön über den Boden. Mach den Boden sauber, komm. Wir machen den Boden mit dem sauber. Aber wir machen den eher dreckig, ne? Kann ja nicht mal das Blut selber wegmachen. So, wir sind aufgeladen, okay. Hier ist jetzt nichts Besonderes. Okay, da hinten ist wieder was. Das können wir aber. Oh, der ist aber schnell hinüber. Ja, du warst nicht schnell genug. Nun fort mit dir. Ich probiere trotzdem mal, ob ich mich aufladen kann. Ne. Okay, Keycard. Hoffentlich wartet jetzt hier nicht wieder Roboter. Ne. So, 14. Bis jetzt geht's eigentlich noch. Ist noch relativ einfach. Nein, nicht zugehen. Hä? Hallo? Was ist das denn jetzt gewesen? Nee, wir wollen den 14. Bin ich gerade aus Versehen da eventuell dran gekommen irgendwo? Kann natürlich sein. Lebt er noch hier? So.
Packen wir uns hier mal so einen großen Tisch. Großartig wegschleudern kann man die jetzt gar nicht. Oh, okay. Was hat er denn für welche? Ah, den kann ich aber schnappen, okay. Der hält aber nicht viel aus. Was wolltest du denn machen, hä? Hui, ich bin ein Geist. Okay, der ist hinüber. So, wer weiß, was noch kommt. Wenn wir schon so dicke Dinger hier haben, da kann man sich auch gut hinter verschanzen. Gar nicht so schlecht. Das ist keiner. Aber wir haben hier jetzt die Möglichkeit, uns nochmal Energie zu holen. Nö, dann reißen wir draus. Das ist ein Knopf. Betätigen wir einfach mal. So. Ach nö. Die mag ich nicht. So. Also war ganz gut, dass wir hier den großen Tisch mitgenommen haben. War ich zu nah an der Wand. Okay. So, da haben wir noch was zum Aufladen. Das heißt, wir versuchen mal da reinzukommen. Wir können uns nochmal Power holen. Jawohl. I like it. Was ein bisschen... sind tricky ab und zu. So. Ist man gar nicht so schlecht, wenn man auch die Sachen direkt um die Ecke wirft. Manchmal trifft man dann direkt ein. This is the end for you, ist klar. Den geben wir gar keine Chance. Und da sagen die auch noch, das ist mein Ende. Okay. Da sind ein paar Kameraden. Ja, gelber Anzug geschnitzelt, das ist das. So, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Lang zu gehen, oder? Ja. Gehen wir mal einfach hier lang. Wahrscheinlich sowieso egal. Es ist auch immer so ruhig, das ist kein gutes Zeichen. So.
Ein Schuss war schon down? Okay. Und tschüss. So. Wer will noch? Jetzt läuft das hier ein bisschen anders. Ich lade mich aber jetzt mal auf, weil ich weiß nicht, ob ich gerade fast am Ende war und es mir nicht angezeigt wurde. Jetzt können wir uns das Ding mal schnappen und gucken, ob wir das hier um die Ecke kriegen. Ah, klar. Das passt. Oh Gott, oh Gott. Die kommen auf jeden Fall nicht vorbei, oder? Oh. So, jetzt kriegt er mich nicht. Wir entscheiden uns jetzt für links. Vielleicht ein besseres Zeichen. Haust du ab. Aber da war ja gerade nur ein Schuss, aber war vielleicht ein Kopftreffer, vielleicht ist es dann direkt vorbei. Du kommst auch hier. Komm zu mir. Ach, der hängt da fest. Ja, bleib mal da hängen. Ist eine gute Trophäe. So, unsere Karte haben wir auch. Und 12. Okay. Warum wollen die mich alle töten? So schlimm bin ich doch gar nicht. Oh, ich hab wieder echt übelst einstecken müssen gerade. Hoffentlich ist hier jetzt irgendwo Energie. Natürlich nicht. Hoffentlich ist wenigstens da jetzt irgendwo Energie. Sonst leben wir nicht lange. Das ist auf jeden Fall Power. Boah, ich kann aber einstecken, das Ding, ey. Hier steht keiner mehr auf von euch. Doch, ihr. Kann man nicht mit dem Schwert erledigen. Dann so. Was bist du für einer noch hier? Na komm. So, kann man hier noch was machen? Nee, okay, schade. Sollen wir uns hier den schon mal rausholen?
Da hinten ist ein großes Tor. Weiß man natürlich nicht, was noch kommt. Ich brauche Energie. Ah, da, wie geil ist das denn? So. Okay, jetzt brauchte ich wirklich zwei Dosen, damit es mir besser geht. Die Kameras, ne? Also, das gefällt mir nicht. Ah, jetzt müsste ich das so drehen können, dass es auch passt. Kann man aber leider nicht. Jawohl. Mein Plan hat funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, weiter geht's. Mit unserem tollen Tisch hier. Wir kriegen auch nochmal eine extra Fähigkeit, ist auch nicht schlecht. Okay. No, no, no! Ist der Fahrstuhl? Ach, bin ich verrückt? Wir müssen noch hier die... Wer weiß, wann wir die brauchen können. Auch wenn man so irgendwie super Fähigkeiten hat, wird ab und zu doch ein bisschen schwierig. So, 11. Ja, was haben wir hier? Okay, das ist gut. Nochmal Gesundheit. Power brauchen wir nicht, haben wir ja gerade genommen. Was haben wir jetzt hier? Oh. Was? Funktioniert teilweise nicht so gut, wie ich möchte. Ist teleportieren. Ah, ich wollte den anziehen, den Würfel da hinten. Okay. Dann muss ich so machen. Ah, den kann ich nicht schlagen, okay? Und du gehst direkt hinterher. Kommst du? Ja. Die zwei erstmal weg, die kann ich nicht mit dem Schwert erledigen. Oh, der hat den Tisch voll abgekriegt. Bleib liegen, Junge. Keinen Sinn. So, wir haben keine Kraft verbraucht und ich bin mir sicher, dass wir noch Energie haben, aber gucken wir mal, ob wir trotzdem noch mal so... Ja, geil, haben wir jetzt zweimal die Fähigkeit. Das probieren wir aber noch aus. Nochmal kann man den Wischen nicht nehmen, oder? Doch. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber können wir ja ausprobieren.
So, ich würde sagen, den machen wir noch. Und dann mache ich erstmal einen Cut hier. Einmal bis zum Fahrstuhl, wenn wir es denn schaffen, wenn ich jetzt öfters kaputt gehen sollte. Dann lassen wir es am besten. Wow! Wollen die mich verarschen? Okay. Der wusste selber nicht, wo ich bin. Ich aber auch nicht. So, wir haben echt, wir haben überlebt, aber ziemlich angeschlagen. So, jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen Schussmaterial haben. Okay, da ist nichts mehr. Wo bleiben sie? Muss ich doch, dass ihr irgendwann mal kommt. Ach, den kann ich ja gar nicht. Mit dir will ich den Boden, Junge. Oh, jetzt hängt er hier fest, der Junge. Die sind ganz gut hier. Überlebt, weiß ich gar nicht. Wir ziehen uns Energie. So, eigentlich müsste ja wahrscheinlich gleich mal der Fahrstuhl kommen, oder? Oh, der backt da durch, okay. So. Das ist der Fahrstuhl. Oh, keine Musik, da müssen wir so ein bisschen Trouble machen. Okay, Leute, das war Combatested. Wie ich finde, ein richtig cooles Spiel. Ich kenne kein vergleichbares Spiel, wo man die Kräfte eines Jedis bekommt. Dafür gibt es ein dickes Pluspunkt, oder dicken Pluspunkt eher gesagt. Wenn mal ein richtig geiles Star Wars Game rauskommt, wäre das mega. Also man sieht ja, das ist jetzt eher so ein Indie-Game, aber trotzdem macht Spaß. Und ja, ich bin gespannt, was noch bei den letzten 9 Leveln da so noch passiert, die wir vor uns haben. Aber die Aufnahme geht ja jetzt nur schon eine Zeit lang. Und von daher, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie ich es zu Ende spiele, schreibt einfach unter die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video davon machen für euch. Ansonsten, glaube ich, zocke ich das erstmal nur für mich weiter. Weil ich ja nicht ganz genau weiß, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat hier, Like und ein Abo wäre geil, wenn ihr noch keins gegeben habt. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!